zu spielen zum Metronom. Natürlich solltest du als Schlagzeuger in der Lage sein, zum Metronom zu spielen und ein gutes Timing haben. Eine sehr gute und ich glaube mittlerweile ganz bekannte und beliebte Übung ist es, mal zu versuchen, den Metronomschlag nicht nur auf dem Viertelpuls zu hören, sondern auch mal auf einer anderen Unterteilung, in unserem Fall jetzt in diesem Video auf dem Achtel Offbeat, also auf der Und. Als Schlagzeuglehrer werde ich oft gefragt, was ein guter Einstieg zu diesem Thema ist, weil es gar nicht so leicht ist, direkt das Metronom einzuschalten und auf der Und, also auf dem Achtel Offbeat zu hören. Und hier möchte ich dir heute drei Wege zeigen, wie du damit starten kannst. Viel Spaß und los geht's. Hi auf YouTube, Jochen hier mit einem neuen Unterrichtsvideo zum Thema Spielen mit Metronom, Metronomschlag auf dem Achtel Offbeat hören, also auf der Und. Warum halte ich diese Übung für so wichtig und hilfreich? Es trainiert eben nicht nur deine Fähigkeit, das Tempo zu halten, das könnten wir auch mit einem Viertelmetronom machen, sondern es verbessert dein Gehör, dein ganzes rhythmisches Verständnis und auch die Spielgenauigkeit. Also sprich, dein sogenanntes Mikro-Timing, das heißt, dass die Schläge wirklich an der richtigen Stelle sind und nicht nur der Viertelpuls, sondern auch die jeweilige Unterteilung oder innerhalb des jeweiligen Notenwerts, in dem wir uns befinden. Zum Beispiel auf der Und oder auf einer Sechzehntelposition, je nachdem. Ein weiterer Vorteil der Übung ist, dass du einfach ein anderes Spielgefühl hast. Es fühlt sich etwas freier an, weil du eben nicht ständig das Metronom im Nacken hast, das dir dann sagt, richtig, richtig falsch, zu spät, zu früh, ja, sondern es ist ein bisschen eine musikalischere Herangehensweise, mit dem Metronom zu spielen. Wichtig bei allen Möglichkeiten und Herangehensweisen, die ich dir zeige, dass du natürlich langsam anfängst, dass du langsame Tempi am Metronom einstellst und dir einfach Zeit gibst, dass sich deine innere Uhr, dass sich dein Gehirn dran gewöhnen kann. Es wird bestimmt auch mal passieren, dass dein Gehirn versucht oder deine innere Uhr das gehörte Metronom wieder auf die Viertelnote zu schieben, weil es eben die Wohlfühl- und gewohnte Position ist. Das ist ganz normal und je länger du das machst und wie gesagt langsam trainierst, umso besser wird das Ganze. Weg Nummer 1, technische Hilfsmittel. Als allererstes möchte ich dir das anhand von einem Metronom zeigen. Wichtig dabei, dass du die einzelnen Notenwerte rein und raus drehen kannst. Ich stelle mal das Viertelmetronom ein. Zur besseren Orientierung mit einem Akzent auf die 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Achtel dazu. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und jetzt drehen wir langsam die Viertelnoten raus, sodass wir nur noch die Und hören. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Weiteres technisches Hilfsmittel könnte eine App sein, mit der du Timing-Übungen machen kannst, einstellen kannst, verschiedene Metronomtypen. Da gibt es auch schon vorprogrammierte Pattern und Abläufe, wo dann verschiedene Positionen als Metronom eingestellt werden können. Da findest du auf den verschiedenen Plattformen und Stores für alle möglichen Geräte bestimmt genügend Möglichkeiten. Schau dich einfach mal um. Genauso könntest du dir natürlich einen Clicktrack, also eine Metronomspur in einem Audioprogramm programmieren mit einer einfachen Audiosoftware, wie zum Beispiel bei Mac GarageBand. Aber da gibt es auch bestimmt ganz viele andere Programme, die man dafür nutzen kann. Die zweite Möglichkeit wäre, sich einen Song vorzustellen, bei dem ein Instrument die Und, also den Achtel Offbeat, betont. Beispielsweise bei einem Reggae-Song wäre eine einfache Gitarrenbegleitung auf die Und. Also 1, und 3 und 4 und da, da, da,
Darüber könnte ich jetzt versuchen, mir das als Metronomschlag herzuleiten. Da, 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 genauso könnte ich versuchen, über einen Drum Groove oder Beat aus der elektronischen Musik mir das Ganze herzuleiten. Zum Beispiel ein House oder ganz einfach ein Techno Groove, also Bassdrum, Hi-Hat, sowas in der Art. Und zwei und drei und vier. Und also auf der Hi-Hat habe ich wieder den Achtel Offbeat, den ich dann als Metronom wieder zuschalte. Eins, zwei, drei, vier. Im dritten und letzten Weg geht es um Mathematik. Das heißt, wenn wir von einem Viervierteltakt ausgehen mit acht Achtelnoten und wir nehmen eine Achtel weg oder geben eine dazu, dann ändert sich natürlich die Taktart auf sieben Achtel oder neun Achtel. Dadurch dreht sich der Metronomschlag, wenn ich ihn als ganz normalen Viertelmetronomschlag beginne, pro Taktwechsel immer auf den Offbeat und wieder zurück. Ich zeig dir das kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7, 1. Du könntest natürlich genauso die Achtelnoten zählen, wie du das immer tust. Also 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1. Wenn du diesen Trick mit dem 7/8-Takt benutzen möchtest, um überhaupt erstmal auf diesen Offbeat-Klickschlag zu kommen, dann drehst du eben nur einmal und spielst nach diesem 7/8-Takt in einem ganz normalen 8/8, also 4/4-Takt weiter. Ich spiele einen normalen 4/4-Takt, dann den 7/8 und danach weiter im 4/4, so dass du Zeit hast, reinzuhören, und dann kommt der Wechsel und das Metronom bleibt dann auf dem Achtel Offbeat. Klingt wahnsinnig kompliziert, aber ich zeig's dir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genauso
nur eben mit einer zusätzlichen Achtelnote, die du an den normalen Viervierteltakt sozusagen dranhängst, funktioniert das Ganze im Neunachteltakt. Das heißt, wir zählen wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Mit Metronom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Jetzt spiele ich das Ganze wieder als Groove am Drumset, sodass ich jeden Taktwechsel das Metronom von der Viertel auf die unbewegt und wieder zurück. Also nach jedem dieser neun Achteltakte gibt es den Wechsel. 1, 2, 3, 4. Okay, vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich hoffe, du kannst mit den Übungen was anfangen und deine Timing-Fähigkeiten verbessern. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal. Alle weiterführenden Links findest du in der Beschreibung. Schreib gerne einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat oder wenn du Fragen hast. Bis zum nächsten Video.